Servus und willkommen bei eurem Hapke. Heute machen wir leckere Schupfnudeln aus diesen paar Zutaten und wir legen gleich los. Als erstes nehmen wir die Kartoffeln, die habe ich schon mal gekocht, zu Pellkartoffeln und pellen da die Schale ab. Deswegen heißen die Dinger auch Pellkartoffeln. Wenn wir das gemacht haben, schneiden wir die etwas kleiner, dass die in eine Kartoffelpresse reinpassen. Nehmt dann immer ein, zwei Stücke, so viele wie halt eben reingehen und ihr durchdrücken könnt und drücken diese dann durch, so wie hier. Wenn wir das gemacht haben, geben wir zwei Eier hinzu. ...250 bis 300 Gramm Mehl, etwas Salz, Muskatnuss, das kann ruhig ein bisschen was sein. Ich nehme da die zum Frischreiben, da die intensiver und aromatischer schmeckt. Da könnt ihr aber auch schon fix und fertig geriebene Muskatnüsse nehmen und etwas Pfeffer. Und dann vermengen wir das Ganze zu einer schönen homogenen Masse. Sollte der Teig wie bei mir noch ein bisschen feucht sein, geht einfach hin und fügt nochmal etwas Mehl hinzu, das ist kein Problem. Das sollte eine schöne feste Konsistenz haben und wenn es an den Fingern kleben bleibt, einfach noch ein bisschen Mehl hinzu. Dann, wenn unser Teig fertig ist, rollen wir da so eine lange Wurst raus. Wichtig ist, dass wir den dann auch schnellstmöglich verarbeiten, da der nochmal nachzieht und wieder Feuchtigkeit zieht und damit wieder schwerer zu verarbeiten wird. Wenn wir die Wurst daraus gerollt haben, schneiden wir ca. 1 cm dicke Stifte davon ab, so wie hier. Nehmen diese Stifte und rollen die dann, so wie ich es hier zeige, in der Hand zu einer wieder längeren Wurst und geben das Ganze dann in siedendes Wasser. Wichtig ist, dass das Wasser nicht kocht, ähnlich wie bei Klößen auch. Es darf leicht vor sich hin sprudeln, mehr aber auch nicht, da ist auch Salz drin. Und da hinten seht ihr eine Schüssel mit kaltem Wasser, mit Eiswasser, um die Schupfnudeln nachher darin abzuschrecken. Macht den Topf nicht so voll. Wenn die Schupfnudeln dann allmählich hochkommen, ist das ein Zeichen, dass die gut werden. Und wenn sie dann alle oben schwimmen, können wir die beruhigt rausholen und in unsere Schüssel mit kaltem Wasser, im besten Falle Eiswasser, wieder reingeben. Diesen Vorgang wiederholen wir jetzt so lange, bis unser Teig komplett aufgebraucht ist. Und als Ergebnis haben wir dann wunderschöne Schupfnudeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Was wir mit diesen Schupfnudeln anstellen werden, zeige ich euch im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachkochen. Haut rein, Leute. Bis dahin, euer Hapke ist raus und ciao.